Grüezi miteinander. Schön, dass Sie sich da haben können, einfinden. Mein Name ist Stefan Keller und das ist der Michael Spreng. Und wir machen das miteinander und ihr könnt zwischendurch Fragen stellen. Wir sind beide vom Verein Swiss OpenStreetMap Association und möchten gerne über die Nutzung von OpenStreetMap für Standortkarten und Online-Stories erzählen. Und der Inhalt, der neu erwartet, das ist zuerst, was ist OpenStreetMap und warum. Und dann auch noch, was ist UMAP. Das ist das Webwerkzeug, das wir vor allem vorstellen, wie in der Zusammenfassung, in der Inhaltsankündigung erwähnt. Dann erstellen wir einen Lageplan. Der Michael zeigt, wie er einen Lageplan gemacht hat, als Beispiel 1. Dann als zweites Beispiel, Stichwort Story, eine Foto-Story oder eine kartenbasierte Story. Und dann habe ich ein drittes Beispiel, wo ein bisschen technischer wird. Und dann schauen wir hinter Kulissen bzw. gehen virtuell voraus und schauen, woher die Daten überhaupt kommen. Um ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben, wie die in OpenStreetMap eingebracht werden. Und am Schluss gibt es dann auch genug Zeit für einen Ausblick und eine Diskussion. OpenStreetMap schreibt man mit No Spaces und mit Capitals und kein S hindurch. Das ist gerade bei Journalisten nicht ganz einfach, aber wir haben einen Journalisten, jemand müsste da sein. jemand von der Berner Zeitung müsste da sein. Und OpenStreetMap. Das hat eben offenbar mit offenen Strassen zu tun, aber es sind eben nicht nur Strassen drin, sondern alles, was man sieht und auch kann nachvollziehen kann, ist da drin. Und darum ist das, aber der Name ist geblieben. Der ist in England entstanden, der Name, als Alternative zu den englischen Ordnance Survey-Karten, Daten, die nicht zugänglich waren. Und man sagt ja auch, dass in der Schweiz noch nicht alle Kartendaten zuständig sind, zugänglich sind. Und die Anwendungen von OpenStreetMap, die sind sehr vielfältig, weil manchmal wird gefragt, ja, also was machen wir jetzt mit diesen Daten? Und als vorderst macht man natürlich, kann man Karten machen. Also osm.org ist zum Beispiel so eine Karte, wo oft als Alternative zu Google Maps dargestellt wird. Aber eigentlich ist das nur eine Karte von Mapper für Mapper. Und die, die OpenStreetMap Daten fassen, nennen sich eben Mapper. Dort drin, das ist nicht unbedingt optimiert, wie jetzt Google Maps auf Lesbarkeit und dann allenfalls Shops oder so, sondern einfach das, was man unter osm.org sieht, das ist im Prinzip eine Kontrollkarte, um die Daten zu sehen, die unsichtbar in einer Datenbank abgeleitet werden. Und dann gibt es eine Vielfalt von anderen Daten und Karten, die aus den Daten abgeleitet werden. Also opentopomap.org ist eine topografische Karte, die kommt noch am nächsten an einer Landeskarte. Und dann gibt es noch ganz andere, die eher Point of Interest, wo es um Wanderweg geht, solche, wo es um öffentlichen Verkehr geht. Oder in meinem Fall spaßeshalber um Zebrastreifen. Also ich bin der Erste, der dank OpenStreetMap hat können zählen, wie viele Zebrastreifen es in der Schweiz gibt. Und das ist ein nicht unterschätzendes Politikum. Aber jetzt bin ich schon eins weiter. Das wäre dann schon Statistik und Analyse, wo man eben auch noch machen kann, durch das, dass man Daten nicht nur als Service kann zugreifen kann, nicht nur als dumme Pixelkarte, sondern als Vektordaten, als Punkte, als Linien, als Flächen. Und dann eben daraus kann man Statistik machen. Dann gibt es noch ein Navigationssystem, wo sehr wichtige Abnahmequellen sind, senken,
Abnahme senken. Sind sie dann also so Werkzeuge wie OSM-AND auf Android oder Maps.me auf beiden Plattformen sind Navigationssysteme, die mithalten können mit anderen in Sachen Funktionalität. Dann ist es auch möglich, entsprechende künstlerische Sachen zu machen, also T-Shirts und Röcke und Socken oder was auch immer. Bedrucken mit Karten oder Taschen oder andere künstlerische Werke können daraus abgewählt werden. Und ganz wichtig, auch nicht nur in Drittweltländern ist es möglich, rasch zu reagieren auf Umweltkatastrophen und andere Ereignis, in dem Leute auf der Welt helfen, rasch die neue Situation auf der Karte mit Brücken, die nicht mehr begehbar sind, mit Häusern, die nicht mehr da sind oder noch stehen, können in der kürzesten Frist entsprechend die Satellitenbilder, die dann oft dann, zur Verfügung gestellt werden, können zu Karten umwandeln und das dann wiederum den Leuten vor Ort zur Verfügung stellen, damit sie planen können. Und vieles anderes mehr. Und eigentlich habe ich als Einstimmung noch etwas zeigen am Anfang, aber da sind alle mit der Technik beschäftigt gewesen. Ich möchte jetzt noch kurz zeigen, einfach das hier und jetzt, also während du dich parat machst, dann hier und jetzt wird da eben fleissig erfasst. Also so Thema Statistik. Und während ich jetzt das hier stehe, ui, das ist ganz verrückt. Kann ich jetzt das da starten? Also, die kurze Zahl ist, pro Tag editieren im Schnitt 60 Leute auf dem Gebiet von der Schweiz und 6'000 Punkte einfügen. Das ist so ganz kurz zusammengesetzt. Da gibt es eine separate Statistik dazu, aber das ist so der mittlere Schnitt zur Zeit. Und immer noch tendenziell steigend, die Anzahl Benutzer. Und was man da sieht, ist so near real time, wie Leute Linien, Wege und Waldränder und andere Sachen erfassen. Und sonst zeige ich es am Schluss nochmal, dann als Ausklang während der Fragesession. Und übergebe dir. Zu warum machen wir das überhaupt? Genau. Warum überhaupt OpenStreetMap? Die nationalen Karten, Firmen, Produzenten sind ja auch nachgezogen. Swiss Topo kann man heute relativ gäbig auch einfach auf die Homepage gehen. Man kann es auf dem Mobiltelefon nutzen. Wieso braucht es überhaupt noch OpenStreetMap? Wir erfassen unsere Geodaten selber. Wir sind unabhängig. Wir sind nicht staatlich kontrolliert. Wir sind nicht irgendwie von einer Firma kontrolliert. Das muss man sich einfach bewusst sein. Karten sind nie neutral. Oder? Eine Karte ist immer eine gewisse Weltanschauung. Durch die Abstraktion kommt das rein. Und das ist sicher ein wichtiger Punkt, wieso OpenStreetMap. Wir versuchen möglichst eine Community, also von allen Leuten können beitragen, die Karten mitzumachen. Das heisst, bei OpenStreetMap erhebt der Benutzer die Daten und er besitzt auch dann die Daten. Die werden dann zwar über die OpenStreetMap Foundation lizenziert, damit es relativ einfach geht, dass man nicht nur unten muss anschreiben muss, Copyright OpenStreetMap, lizenziert unter UDBL. Aber das schränkt das Recht, das man als Mapper hat, nicht ein. Man hat immer noch die Vollkontrollen über die Daten, abgesehen von der Lizenz. Ja, wir sind editierbar für jedermann, wir sind ohne Einschränkung verwendbar. OpenStreetMap darf auch kommerziell genutzt werden. Das Einzige, was wir verlangen, ist der Hinweis, dass Daten von OpenStreetMap gebraucht werden. Was wir jetzt heute in diesem Workshop möchten vorstellen, ist das UMAP. Das ist ein Tool, um relativ einfach eigene Karten zu generieren mit OpenStreetMap als Hintergrund. Und diese Karten die kann man dann teilen mit Link oder man kann sie in die eigene Webseite einbinden.
Das UMAP bietet dann eben verschiedene Hintergrundstile an. Die sind jeweils aus den OpenStreetMap-Daten generiert, aber das kann man in ganz verschiedenen Arten rendern. Dann kann man über dem Hintergrund Sachen zeichnen. Man kann Punkte setzen, man kann Linien einzeichnen, zum Beispiel irgendwie einen Weg, wenn man jetzt vom Bahnhof Bern da bis zum Wasserspiel auf dem Bundesplatz kommt. Man kann Flächen einzeichnen. Man kann aber auch bestehende Daten, wenn man die irgendwo rumliegen hat, einbinden. Zum Beispiel einen GPX-Track, wo man irgendwo ist gewandert oder irgendwo in der Ferien war, dann hat man das ins GPS mitlaufen lassen, kann man dort in die UMAP reinschmeissen und vielleicht noch ein bisschen nachbearbeiten und das den Leuten zeigen. Schaut, da bin ich durchgelaufen, da war noch eine coole Wanderung oder so. Unterstützt verschiedene Datenformate, die üblicherweise gebraucht werden. Als erstes Beispiel möchte ich zeigen, wir haben jetzt hier eine Veranstaltung, die hat auf einer Wiese stattgefunden. Ist jetzt nicht wirklich immer das Feature, das normalerweise auf einer Karte drauf ist. Das war ja nur temporär gewesen. Wie mache ich jetzt da dafür eine Karte, um den Leuten zu zeigen, wie sie überhaupt dort hinkommen, wo das stattfindet und so. Jetzt mal ab, weil das ein bisschen bequemer ist. Das zeigen. Genau noch, als kurzen Überblick. Also UMAP, ihr könnt das auch gerne selber brauchen. Es ist nicht so die optimale Bestuhlung zum Mitmachen, aber es sollte auch auf mobilen Geräten funktionieren. Also ihr dürft gerne eure Telefon oder Tablet vornehmen oder Laptop auf die Schoss und mitmachen, wenn ihr Lust habt. Das UMAP User Interface hat auf der linken Seite ich sage jetzt Betrachterwerkzeuge, also zum Beispiel die Lupe, mit der kann man etwas suchen oder da Vollbildschirm teilen, die sind eigentlich immer da. Auf der rechten Seite sind die Tools zum Bearbeiten. Die sieht man nur, wenn man auch Editierrecht hat für die entsprechende Karte. Die Events können jetzt da mal mit QR auf die Homepage gehen, ist einfach umap.usm.ch. Da oben links kann man sich einloggen. Ich bin jetzt bereits eingeloggt. Einloggen ist freiwillig. Ist einfach sonst so, wenn man nicht eingeloggt ist, dann bekommt man so einen geheimen Bearbeitungslink. Ist alles ein bisschen einfach. Wenn man eingeloggt ist, dann kann man das nicht verlieren. Und so ein Browser-Cookie, das einem sagt, dass man es bearbeiten darf. Also häufiger Fehler, dass Leute mal anfangen und meinen, sie seien eingeloggt. Man muss dann da sich separat einloggen. Dann hat man hier Create a Map. Genau, ich könnte jetzt vielleicht noch auf Deutsch umstellen. Ups. Entschuldigung. Gut. So sieht das aus. Dann tue ich da mal einen richtigen Ort an navigieren. Das ist bei Burgäschi. So, da. Unsere Veranstaltung, die findet da neben dem Hornusserhütli statt. So, da mit dem Knopf kann man die aktuelle Ansicht quasi abspeichern, dass wenn jemand auf die Karte geht, dass er genau den Ausschnitt sieht. Man kann zu dem Pin da dann verschiedene Sachen anzeigen, zum Beispiel da ein Label anzeigen. Und ja, das kann ich dann bereits abspeichern und könnte ich jetzt teilen mit jemandem die Karte. Also kann ich jemandem schicken, der sieht dann den Pin und der weiss dann, aha, dort findet die Veranstaltung statt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, darum ich kann mal dort noch einen
GPS-Track aufzeichnet. So. Den kann ich hier importieren. Also das hier ist importieren. Da habe ich die Datei ausgewählt. So. Jetzt da habe ich mal das Zeug ein bisschen abgelaufen. Muss man jetzt natürlich wissen, was da alles da war. So. Für die das auch ausprobieren wollen, auf usm.ch/dinacon habe ich den GPS-Track sonst auch hinterlegt. Könnt ihr abladen, ausprobieren. So, dann haben wir hier das Hauptzelt gehabt, wo da die Veranstaltung drin stattgefunden hat. Jetzt zeichne ich das mal ein. So, mein Kreis ist jetzt nicht ganz über jeden Zweifel erhaben. Da. Kann man sonst auch mit externen Tools machen und dann natürlich importieren, wenn man es etwas hübscher machen will. Das hat so einen Weg gegeben, einen Fußweg, der da reingegangen ist. Dann Abzweigungen zum Beispiel, da wäre dann der Eingang gewesen. Dann hat es hier noch Zelt gegeben für die Pflegung. So, und natürlich der Parkplatz. Da noch befunden. So. So, jetzt kann ich eigentlich bereits den GPS-Track, den ich da importiert habe, kann ich wieder auslöschen. Wenn es dann würde gehen. Ah, jetzt doppelt importiert. So. Einfahrt in den Parkplatz. Gut, das ist jetzt noch ein bisschen einfarbig. Jetzt kann man da zum Beispiel den. Wenn man jetzt diese Sachen anklickt, dann kann man die bearbeiten. Da kann man dann zum Beispiel eingeben, was es ist. Man kann eine Farbe festlegen. Man hat so, wenn man es nicht pro Form möchte ich festlegen, kann man auch hier bei den globalen Einstellungen Standard-Eigenschaften wählen. Zum Beispiel möchte ich jetzt für meine Punkte so einen Kreis haben. So, der Parkplatz. Dann machen wir in einem schönen Gelb, wie sich das so für OpenStreetMap gehört.
Dann machen wir noch ein paar weitere Punkte. Da hat es eine Abendkasse gegeben. Da war das Restaurant. Und da hat es noch ein WC. Zum Beispiel gibt es jetzt da für WCs gibt es ein Symbol. Und so. Da kann man ein schönes Bild auswählen. Genauso für das Restaurant. Moment. So, bin ich beim Falschen gewesen. Messer und Gabel. Gut. Damit werden so meine Standortkarten etwa fertig. Die Leute haben ein bisschen Ahnung, wo das der Parkplatz ist, wie sie da hinkommen, was sie erwartet, dass es eine Verpflegung gibt. Da sehen wir jetzt noch ein kleines Problem: die überlappenden Beschriftungen. Kann man auch noch. Anpassen, Beschriftungsrichtung. So, genau. Speichern. Und dann kann man das zum Beispiel über so einen iFrame in eine Website oder so einbinden. Die fertige Karte findet ihr da. Könnt ihr euch das anschauen und davon, ja. Das ist jetzt einfach so ein Beispiel, das ich da mal gemacht habe. Habt ihr irgendwelche Fragen jetzt zu dem? Also, das war jetzt mal das erste Beispiel, das ich für heute geplant habe. Ja? Das mit den Farben selber gehen und so. Und ja. Das ein Parkplatz ist. Sondern ich dachte, mir sagen, es ist ein Parkplatz und wir haben jeden anderen Parkplatz auch können. Nein. Die Daten, die man bei UMAP eingibt, die werden wirklich einfach auf die Hintergrundkarte drauf gezeichnet. Das heisst, das wäre natürlich auch schön, wenn man quasi die Daten von OpenStreetMap einfach so mal importieren könnte und dann das Rendering auch anpassen. Zum Beispiel möchte man vielleicht auch, dass einem die Farbkomposition von der Hintergrundkarte nicht gefällt. Das bietet aber UMAP im Moment nicht an. Ja? Ganz eine andere Frage. Ich habe jetzt gerade einen Fehler, falsche Beschriftung entdeckt. In OpenStreetMap, ja. Also in der Hintergrundkarte ja. Quasi. Ja. Was soll ich machen? Jetzt bin ich da gerade. Ich bin da. Ja, genau. Also. Ja, da hat es jetzt gerade keinen Link direkt. Also, von UMAP aus muss ich sagen, muss man halt auf openstreetmap.org am gleichen Ort navigieren. Und dann kann man zum Beispiel da Add a Note to the Map, also eine Notiz hinzufügen. Das ist so das Einfachste. Da, auf der rechten Seite. Ja. Dort
hinterlässt man dann wirklich einfach so eine Stecknadel für die anderen Mapper und dort steht dann halt, ja, irgendetwas, also was denn da halt nicht stimmt. Kommt dann halt darauf an, wie viel Beitragende das Summe hat, ob denn das geändert wird oder nicht. Und sonst, ja, da oben links ist der Edit-Knopf. Kann man natürlich selber da oben. Aber da kommen wir dann sonst noch am Schluss dazu, wenn euch das interessiert, tue ich auch gerne noch eine kleine Einführung machen, wie überhaupt die Daten gesammelt werden. Ja? Angenommen, das Fest, das du hast, kartografiert, das dauert ein halbes Jahr. Ja. Kann ich das bei uns nicht mehr beitragen? Eher nicht. Ja. Wie lange muss ein bisschen starten? Wir können eigentlich keine temporären Sachen eintragen. Das heisst, ja, ab ein paar Jahren kann man sich darüber streiten, das kann man dann eigentlich schon eintragen. Weil, aber man muss sich schon bewusst sein, für gewisse Datenverarbeiter, die haben dann schon, die hinken zum Teil schon ein halbes Jahr hinten rein. Oder? Also, wenn es dann so in die Jahre hineingeht, zum Beispiel in eine Straße wird umgebaut oder so, dann werden die schon mal bei OpenStreetMap auch als im Bau markiert, aber wenn es jetzt eben so ein halbes Jahr ist, ist eher ein bisschen zu wenig. Weltausstellung zum Beispiel? Keine Ahnung, wie lange das... Also ich meine, eine Weltausstellung hätte vielleicht ziemlich permanente... also ich meine, so aus Beton, oder? Aber vielleicht jetzt da die Veranstaltung da, die ich jetzt als Beispiel genommen habe, dort ist ein Zirkuszelt aufgestellt worden, das wird schon eher als temporär angeschaut, dass man das nicht einträgt. Ja? Kann man OpenStreetMap dann auch sagen, ich habe da die Veranstaltung, gerade 2 Minuten und noch zwei Minuten hast du da über den Link auf das Zeug zugegriffen und nachher wird der Link ungültig oder ist das noch nicht angedenkt? Ja, also eben, du musst dann so ein Tool brauchen wie UMAP, du kannst nicht direkt bei OpenStreetMap eintragen. Du kannst sie dann nachher manuell wieder löschen bei UMAP, du hast ja dann Kontrollen über die Karte. Aber automatisiert geht das nicht, dass man sagt, nein. Das ist jetzt eine Woche, ist der Zirkus dort in sonst noch was und dann ist irgendwo anders? Es gibt so Ansätze, aber ist jetzt nicht wirklich, also für UMAP ist wirklich halt eine persönliche Karte und du hast die Kontrolle darüber, du machst das selber. Es gibt so Open Event Map oder so, aber das ist dann eher wieder ein anderes Thema. Ich muss mir wirklich vorstellen, so wie der Saint-Exupéry, der Petit Prince, da ist der Geograf auf dem Planeten und der lässt sich berichten, was Fakt ist, was Fakten sind. Und es gibt die Möglichkeit, und das will man in die OpenStreetMap drin haben, und dann gibt es aber immer wieder die Möglichkeit, es ist ein bisschen inklusivistischer als Wikipedia in dem Sinn, dass man eher ja, manchmal ist es auch zugedrückt, aber eben ein halbes Jahr oder so und nur objektive Eigenschaften, also auch keine Bewertungen von Kongresszentren oder so, sondern nur einfach, wie viel Stockwerk hat und aber ob jetzt das sauber ist oder nicht oder man gut findet, subjektive Sachen gehören nicht rein. Wer entwickelt die UMA? Der Johann Bonifaz. Ich glaube, ein Franzose. Ist recht aktiv in der französischen Community. Ja. Ich habe noch etwas Kleines, was mich jetzt völlig irritiert, dass man hier da nur Linien, also Kanten und Knoten kann zeichnen kann. Also nicht zum Beispiel eine Shape Set, wo man schon kann wählen kann. Also einen Kreis oder eine Fläche, also ein Quadrat. Also gibt es das nicht oder hast du das jetzt einfach nicht gezeigt? Gibt es in UMAP nicht. Aber, ist das wirklich einfach Punkt? Ja, UMAP ist sehr einfach. Ist natürlich auch für sehr einfache Sachen gedacht, wenn du so etwas Schwieriges möchtest machen. Nimm QGIS oder was auch immer als riesen Software. Ich meine, das gibt es, wo man dann so Sachen kann machen. Du kannst das auch dann eben als GeoJSON exportieren und dann kannst du es in UMAP einfach einlesen. Wenn ich StreetMap oder UMAP oder irgendetwas auf der Homepage zu implementieren, wie einfach ist es nervig für den User, dass es das zum Beispiel direkt im Navi drin hat? Also sprich zum Beispiel mit dem Navi draufdrücken und es trotzdem Google Maps bringt mir gerade hin. Bin ich etwas überfragt. Ich glaube, es gibt irgendeine Art von Link, aber Das dürfte jetzt ein bisschen Android oder iPhone spezifisch sein. Weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Aber
grundsätzlich, wenn man mal, das hat nichts wirklich mit UMAP zu tun. Das muss man denke, als separaten Link machen. Muss man irgendwie im Browser halt sagen, die und die Koordinaten. Also die Koordinaten sind zum Beispiel bei UMAP gar nicht abgespeichert irgendwo? Die sind schon abgespeichert, ja, aber die sind halt wirklich dafür gedacht, dann zum auf dieser Karte direkt darstellen. Wenn du die Koordinaten auch noch in anderen Projekten möchtest brauchen, dann tust du sie vielleicht gescheiter nicht in UMAP selber abspeichern, sondern in UMAP dann als externe Datenquellen einbinden. Kommen wir noch dazu als Beispiel, wie man das macht. Also exportieren aus dem UMAP oder nicht? Doch. Was war die Frage wegen dem Link? Bin ich nicht verstanden. Meine Idee ist einfach, wenn ich eine Karte auf meine Homepage schaue, werde ich das der User mit einem Klick drauf drücken und es ist dann im Navi offen. Also, wenn du da jetzt deine Karte anzeigst, hat das einen direkten Link auf diesen Ausschnitt? Mal UMAP. UMAP hat ja einen Link. Ja, also ich meine, man sieht die Koordinaten da oben angezeigt, ja. Aber das, ist noch nicht, das ist noch nicht wirklich ein Link. Ich meine, ich möchte etwas, wo ich in den Knöpfchen drücken kann und dann kommt da die Standardauswahl öffnen mit Osmand oder Maps.me oder was auch immer. Oder dorthin navigieren. Ja, genau, so etwas, ja. Auf dem Handy, wo dann gegeben die Karte einem fragt, wie man es jetzt aufmachen. Also ich meine, da, wenn ich eine Veranstaltung jetzt in einem Ort, man könnte in einem Gebäude sein, man könnte so eine Mappe machen mit den Gebäuden, mit der Beschriftung und dann sagt Lee, das als Layer für OSMN. Ja. Also was man halt... also was man könnte jetzt machen, wäre, dass man da sagt, muss ich schnell schauen, Interaktionsoption ist es, glaube ich, da Pop-up-Stil, Name und Beschreibung. Bei der Beschreibung. Jetzt muss ich deaktivieren, sonst sieht man es nämlich nicht. Da kommt so ein Pop-up auf. Und dann könnte man zum Beispiel da das als Link definieren. Oder? Und dann, ich weiß einfach nicht genau, wie der Link muss aussehen, dass das Telefon das nachher dann versteht. Aber das ist natürlich möglich, dass man dann dort der Link definiert und der kann dann auch auf die Koordinaten auf dem Punkt natürlich direkt zugreifen. Dann müsste es eine spezielle URL sein. Also was jetzt schon geht, ist, dass dann OpenStreetMap als im Browser an dieser Stelle aufgeht. Aber auch wenn wir das Navi öffnen, also bringen wir dorthin, oder? Von hier dorthin. Ja, also jetzt, hast du da drauf eine Mini-UMAP-Karte? Ist die gerade rum? Die von Mobility Standort. Die sind also ist in der Folie inne ist es als Link verlinkt oder irgendjemand hat es. Und wenn man jetzt da Andermatt Bahnhof draufklickt, dann kann man da auf den OpenStreetMap Link, da habe ich erzeugt. Ich glaube, das ist jetzt mehr ein bisschen so ein mobiltelefonentwicklungsspezifische Fragen. Ja. Nein, also könnte auf dem PC aus geschwind Router. Ja, klar, aber es braucht halt irgendeinen Standard, wie dass man den Link genau muss formatieren, dass dann der Browser das weiß. Und das weiß ich jetzt auch nicht. Gut, gehen wir mal zum nächsten Beispiel weiter. Und zwar habe ich da eine Fotostory gemacht. Mal ein bisschen etwas anderes als einfach nur so ein «Schaut da ist dann mein Laden». Ich habe mich da ein bisschen bei Wikipedia bedient, habe ein paar Berner Sehenswürdigkeiten, einen kleinen Text aus Wikipedia rauskopiert und Bilder aus Wikimedia verlinkt. Das ist relativ viel Arbeit, kopieren und so. Darum habe ich da schon mal etwas vorbereitet. Habe ich ein GeoJSON daraus gemacht. Ah ja, genau. Und die Frage mit dem Exportieren, das habe ich nämlich dann auch in UMAP innen gemacht. Können wir gerade beantworten noch an dieser Stelle. Wenn man da das Zeichen da, das heisst Share, oder also Teilen mit anderen Daten herunterladen, da haben wir die vollständigen Kartendaten. Das ist ein UMAP-spezifisches Format, aber man kann das auch dann als GeoJSON zum Beispiel abladen. Und das ist dann in fast allem wieder verwendbar. Das ist genau das, was ich jetzt da gemacht habe, um ein bisschen
schneller kommen, könnt ihr euch da abladen. So, jetzt mache ich da mal wieder eine neue Karte auf. Und dann als erstes wieder mal das importieren. Stadtrundgang Bern. Da haben wir die Punkte. Wenn ich jetzt die anschaue, dann sehe ich, da habe ich einige Attribute angegeben. Es gibt einen Namen. Ich habe eine URL von einem hübschen Bild rein. URL auf die Bilddetails, auf die Lizenz braucht man, um es korrekt attributieren. Kurzer Auszug aus dem Text von Wikipedia, die URL vom ursprünglichen Artikel. Und Reihenfolge, das ist einfach, in welcher Reihenfolge dass ich dann durch den Stadtrundgang möchte durchgehen. So, ich benenne die Karte mal Stadtrundgang. Setze auch wieder einen Bildausschnitt. Und dann wenn ich da auf Bearbeiten deaktivieren, dann sehen wir immer, was da so als Pop-up kommt. Ich möchte jetzt ein anderes Pop-up da. Das ist zwar schön, der Name, aber ich möchte jetzt gerne ein bisschen da mehr von meinen Details drauf haben. Das findet man in den Interaktionsoptionen. Da kann man die sogenannte Pop-up-Vorlage festlegen. Das habe ich jetzt auch schon mal vorbereitet. Copy-Paste, wo ist? Geht anscheinend nur in diesem Modus. Speichere es wieder ab. So, da haben wir es. Das Bild, kurzer Text, Link zum Bild, zu der Lizenz. Ist jetzt aber ein bisschen gross für so ein Pop-up. Was es da dann gibt, ist, man kann das als Seitenleiste aktivieren. Dann werden die Informationen da auf der rechten Seite dargestellt. Dann ja, ist natürlich mal hübsch, kann man noch draufklicken. Jetzt gibt es nochmal eine relativ coole Funktion da im UMAP. Man kann eine sogenannte Diashow einschalten. Das heisst, er pumpt einfach von Punkt zu Punkt, kann man da das Delay einschalten. Sagen, dass es automatisch soll abgespielt werden. So. Und jetzt sehen wir, dass er da dann von einem zum nächsten pumpt. Jetzt können wir das noch ein bisschen verbessern, indem wir da Standardeigenschaften ist es, glaube ich, gewesen, dass er ein bisschen weiter reinzoomt. Da Standard-Zoom-Stufe, tun wir mal auf 18, dann zoomt er ein bisschen näher rein auf die einzelnen Punkt. Und Anzeigeschlüssel. Was habe ich das genannt? Reihenfolge, glaube ich. So, jetzt
Sunter weiter rein und kommt schön von Punkt zu Punkt von unserem Stadtrundgang. Kann man natürlich für verschiedene Sachen brauchen, irgendwie ein paar Ferienfotos oder was man auch immer da präsentieren will, ist noch eine hübsche Eigenschaft, dass man das so automatisch als Präsentation kann abspielen lassen. Irgendwelche Fragen soweit? Ja? Kann man ja auf dem Handy gerade die Standortinformation hat, kann man das schon als Diashow an. Wenn du in die Nähe von dem laufst, tut es automatisch auf Poppen machen. Nein, das gibt es glaube ich noch nicht. Aber ja, wäre natürlich eine Möglichkeit, ja. Ja. Ist es machbar, den aktuellen Punkt auch farblich anders zu markieren, dass zum Beispiel der rot ist, anstatt dass er in der Mitte ist? Ja, nein, wüsste ich nicht, dass es geht. Die Einstellungen kann ich ja vollständig exportieren und für die nächste Karte brauchen. Ja, genau. Also wenn man da auf vollständige Kartendaten geht, Datei herunterladen, dann bekommt man eben so eine UMAP, so eine UMAP-Datei und dort ist wirklich alles drin, außer natürlich die extern eingebundenen Bilder. Die sind okay. Natürlich. Und die Einstellungen bleiben und wenn ja. Etwas gleich so machen kann. Genau, und also es gibt auch verschiedene UMAP-Instanzen. Ich habe jetzt die von OSM.ch, vom Schweizer OSM-Verein, gebraucht. OpenStreetMap Frankreich hat natürlich auch eine, weil dort die haben sie entwickelt. Kann man auch dann problemlos da exportieren und die in die andere wieder einfügen. Man kann die eigene Instanz laufen lassen, wenn man volle Kontrolle darüber will. Ja. Wo die eigene Instanz gegen die normale OpenStreetMap, die muss nicht noch eine OpenStreetMap-Instanz haben? Ja, was man halt dann muss schauen, woher dass man dann die Kartenkacheln bekommt. Also da muss man dann schon vielleicht nachfragen, gerade wenn man dann eine größere Menge braucht, ob man dann die einfach so darf brauchen. Haben wir dann auch gemacht bei den Kartenlabeln, die wir hier im Standard anbieten. Entweder rendern wir sie selber rendern oder dann haben wir nachgefragt, ob wir die in unsere UMAP-Instanz einbinden dürfen. Man kann auch beliebige Kartenkacheln einbinden. Also das kann man auch in die Einstellungen machen. Das muss man nicht die eigene Instanz haben, wenn man ein anderes Hintergrundbild will. Aber muss man wieder selber für die Lizenz sorgen. Also was natürlich geht, dass man kann da andere Symbole kann, aber das haben sie nicht gemeint, da andere Symbole anzeigen. Das geht natürlich. Ja, genau. Die kann man natürlich ändern, da über die Formeigenschaften, Bildzeichen, Stecknadel zum Beispiel, andere Farbe. Ja. Aber das gilt halt dann immer für andere, für alle gleichzeitig. Gut, dann. Ja, okay. Ah, ja, eine Frage. Die trackten Fotos. Also die meisten JPEGs haben ja. Also kann man GPS-Koordinaten eingeben. Ja. Also wenn man es mit dem Handy aufnimmt, macht. Genau, hat es. Ja. Sie von allein am richtigen Ort dann? Nein. Das Hauptproblem ist eigentlich, dass man in UMAP nicht Fotos aufladen kann. Du kannst nur Geodaten aufladen. Die Fotos, die wir jetzt hier gesehen haben, die sind auf Wikimedia gehostet. Die sind nur verlinkt. Also ich habe nur die URL von diesen Bildern reingetan und die werden dann auch jetzt live von meinem Browser direkt von Wikimedia geholt und nicht von UMAP. Das heisst aber auch, wenn ich eine Präsentation zum Beispiel mache von meiner Ferien, muss ich alle Fotos online haben? Ja, okay. Genau. Du kannst natürlich irgendwie einen versteckten Link oder so verwenden für das. Oder irgendeinen, der ein bisschen kompliziert ist, den man sonst nicht so einfach erratet. Aber ja, du musst sie irgendwo online hosten. Das kann man nicht.
Ja, also mindestens auch in dem Browser, den du nachher anschauen willst, muss es zugänglich sein. Das kann Intranet sein, aber es muss irgendwie vom Browser her zugänglich sein. Ja. Die eine Art von Fotos, der OpenStreetCam und Mapillary, da kommst du noch darauf zurück. Die, wenn man die gemacht hat, im Sinne vom Auto aus oder so, oder einfach so Fotos, dann gibt es eine Art Alternative zu StreetView, wo man es dort aufladen kann. Und dann sind sie dort automatisch lokalisiert, indexiert und so weiter. Und die kann man dann theoretisch auch so verlinken, wie jetzt da die Wikipedia-Bilder. Das sind auch statische Bilder, die man kann so verlinken kann. Und das wäre dann also eine richtige Alternative in dem Sinn zu Google Maps, Bilder und Street View. Ja. Wenn ich jetzt in der Nutzeransicht bin, also ja, kann man dann auch verschiedene Ebenen nutzen, die man hier ausblenden kann? Jawohl, kann man. Habe ich jetzt nie genutzt, aber das Symbol, das ist die Ebenenansicht. Und wenn ich jetzt mal da eine Ebene hinzufüge, dann sieht man die, also das ist jetzt wieder Benutzeransicht, dann sieht man die da auch und dann die kann man auch einzeln ein- und ausblenden mit dem Symbol und man kann die da tabellarisch anschauen, das kann man aber auch wieder als Karte, der Karten macht, kann das sagen, ob man dann das selber so können, tabellarisch anschauen kann, ob es den Knopf überhaupt rum hat, aber das wäre alles rum vom User Interface, ja. Und jetzt nochmal wegen dem Handy-Anwendungsfall, die jetzt hier aufgekommen sind. Also ich muss sagen, immerhin ist das Ganze jetzt auf dem Desktop und auf dem Handy nutzbar, extra, also responsive. Und ich habe schon von X-Projekt gehört. Also du hast jetzt hier einen Zirkusauftritt erwähnt, aber jetzt gibt es zum Beispiel eine 3 Monats Outdoor-Kunstveranstaltung im Rheintal, nicht näher genannt sein wollender Ort, wo für 50'000 Franken eine App entwickelt worden ist, oder einfach eine fünfstellige Zahl, wo ein Ingenieurbüro das ist, verdient hat, das ist auch okay, aber das Geld hat man, ich hatte dann innerhalb von 3 Stunden, habe ich dann die gleichen Daten, habe ich im U-Map rein gehabt und es hat erst noch dann von Haus aus noch ein bisschen mehr können und ist dann aber auch auf dem Handy gelaufen, das andere ist nur im Web gelaufen. Auf jeden Fall, es gibt viele Situationen, wo man dann mit dem schon recht weit kommt. Es deckt zum Beispiel jetzt andererseits sicher nicht die Funktionalität von einem Geoinformationssystem ab, wie eben das Open Source QGIS, wo mittlerweile auch Journalisten verwenden, wo man kann eine beliebige Karte kombinieren, beliebige Ebenen kombinieren und dann entsprechend auch dann aufbereiten und dann und in aufbereiteter Form dann allenfalls da übergeben. Also, kommt UMAP nicht und darum zeige ich nachher auch noch die Umwege über die Systeme noch. Ja. Und zwar jetzt. Also sehr gut. Das wäre jetzt da gewesen. Jetzt sind wir im Kapitel, was ist das gewesen? 5 oder so. Mehr Hintergrund für Fortgeschrittene, so heisst es, für UMAP für Fortgeschrittene. Aber eigentlich geht es jetzt eben genau darum, kann man noch mehr aus OpenStreetMap rausholen oder eben über den Umweg, über ein GIS, kann man dort noch mehr einbinden. Was der Michael gezeigt hat, ist als Datenquelle von Hand direkt in UMAP erfassen. Und mit den Werkzeugen, die dort sind. Und das haben wir gehört. Wir haben auch gehört, dass man kann als GeoJSON und in anderen Formaten, die erwähnt sind auf der anderen Folie, anderen GIS- oder Geoformaten, die kann importieren und neben als Ebene anzeigen. Mir ist jetzt vorher noch in den Sinn gekommen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ein super dankbares Tool, das kommt ja noch, das kommt gerade an, ist GeoJSON, also .io, wo genau so heisst. Ich zeige das gerade noch.
Also, wir haben hier den Fall in Importieren. Und was ich hier unten erwähne, geht auch in diese Richtung. Und dann haben wir den dritten Fall, der eben auch eingebaut ist, schon in UMAP, als Remote Data Status Data, also als Webservice, das Ganze zu integrieren. Und der Webservice ist einer, der auf OpenStreetMap-Daten zugreift. Unter anderem. Und jetzt habe ich zwei Varianten gegeben. Daten sind nicht in OpenStreetMap schon vorhanden. Dann nachher muss man es selber erfassen, also für sich alleine in den ersten beiden Fällen und dann eben entsprechend über eine Datei importieren. Das kann eben sein, mit einem QGIS Desktop erfassen. Das ist ein bisschen wieder eine eigene Software, wo auch eine gewisse Einarbeitungszeit braucht. Ich biete noch Kurs an, aber der Disclaimer zu diesem Thema. Ich bin aber nicht der Einzige. Es gibt das auch in Bern und in Zürich. Gibt es auch entsprechende Kursangebote. Und dann eben das webfreundliche GeoJSON-Format oder aber auch das Navi Waypoints-Format, Punktdaten, kann man also aus dem GIS exportieren und dann im UMAP wieder als Datei GeoJSON oder GPX wieder als Ebene importieren und anzeigen. Also das wäre der Fall. Gegeben, Daten sind nicht schon in OpenStreetMap vorhanden. Ein anderer Fall, der super einfach ist, den ich auch in den Studenten als erstes zeige, das ist das geojson.io. Muss ich mal schauen, ob da wieder der JavaScript-Spezialist mir vielleicht helfen muss. Da hat es natürlich böses JavaScript dahinter, sonst funktioniert der Editor nicht. Und also, das ist eine Art wie ein super simples Geoinformationssystem, GIS eben. Und das hat ziemlich viel Funktionalität. Wenn da, für das, dass es nur so eine JavaScript-App ist. Ich kann jetzt hier auf Bern reinzoomen. Ich gehe jetzt hier auf Bern. Also dann allenfalls noch näher. Irgendwie, es hat sogar Satelliten-Hintergrund Digital Globe, das ist nicht Google Maps jetzt, sondern das sind Satelliten von der Firma Mapbox eingekauft und noch ein paar andere, oder eben OpenStreetMap. Da das gewohnte Bild. Und jetzt hat es da wieder so à la UMAP, die primitive, also Punktmarker, eine Linie und eine Fläche und immerhin glaube ich, ein Viereck und ein Rechteck hat es glaube ich, auch. Aber ich nehme jetzt nur mal da eben einen Marker und dann tut es einem gerade rechts das anzeigen. Das ist ein bisschen geekig. Man kann da auf Tabellen kann man da wechseln. Ich sage, ich habe eine ID-Kolonne, ID 1. Und dann mit zwei ID-Namen und was er auch rein tun will, kann ich jetzt da dazu angeben. Jetzt habe ich da einen zweiten. Das ist schon passiert. Jetzt sozusagen die Tabelle ist schon erfasst. So ID 2. So. Und das tut dann vorzu da eben das GeoJSON-Format aufbauen. Oder umgekehrt, dort, wo du gezeigt hast, als GeoJSON exportieren, kann man es einfach sozusagen reinziehen und dann nachher. Und dann tut es es da darstellen. Immer gegeben, dass es GPS-Koordinaten sind und nicht Schweizer Koordinaten. Es versteht nur GPS-Koordinaten, Längengrad, Breitengrad. Und jetzt kann ich auf verschiedene Arten kann ich das jetzt speichern. Eben typischerweise wieder als JSON. Es geht auch als CSV und als Shapefile. Und wenn ich jetzt das also wieder exportiere als GeoJSON, als Datei, dann kann ich es wieder beim UMAP importieren. Voilà. Das ist das, was ich da zeigen will. Also es ist einerseits ein GeoJSON-Viewer und es ist aber auch ein Editor. Und jetzt hat es gerade angezeigt. Es ist halt nicht speziell formatiert, aber ihr könnt mir es glauben, das ist jetzt die Datei da. Map.geojson hat irgendeinen Namen bekommen. Also das ist jetzt so ein... Eine Möglichkeit, die sehr
einfach zum Verwenden ist, auch ohne Login. Und von einer Firma Mapbox zur Verfügung gestellt, die eben sehr viel mit OpenStreetMap-Daten selber macht. Und wenn wir schon dabei sind, da unter Nachhaltigkeit, wenn die Daten von allgemeinem Interesse sind, die man eintragen will, wieso nicht in OpenStreetMap eintragen und dann von dort her wieder rausholen? Und dann hat man also quasi die gleiche Arbeit gehabt zum Eintragen und die anderen haben auch noch gerade etwas davon. Mit kaum mehr Aufwand, als wenn man eben einen Cookies startet oder GeoJSON, einen Aufwand, um etwas zu erfassen, wenn ihr etwas erfassen wollt, alle veganen Restaurants von Bern oder irgendetwas so, dann nachher lohnt sich das vielleicht. Und darum kann ich jetzt zum Szenario übergehen, wenn die Daten in OpenStreetMap schon vorhanden sind, also eben zum Beispiel alle veganen Restaurants oder sagen wir jetzt mal, der Datensatz der Woche ist ja laut Swisstopo offenbar Mobility-Standort. Ich konnte nicht verklemmen, um zu sagen, das gibt es schon seit 7 Jahren in OpenStreetMap, wenn auch vielleicht nicht ganz vollständig, aber es ist schon vorhanden und die Frage ist, wie bringe ich es jetzt wieder raus? Sie haben es irgendwie als Drittquelle, ich bin nicht ganz sicher, angezeigt. Ob sie es als Drittquelle angezeigt haben oder als dummen Pixel-Layer, als 170. Layer, wo man nicht analysieren kann, sondern nur einfach angucken. Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Und wenn man der Vorteil von dem ist, wenn man das dann, wenn ich jetzt kurz sage, wie das geht, dann die wieder rausholen, dann hat man einen konsistenten Stand. Also man hat es bei sich, man kann es nochmal anschauen, stimmen die alle und dann hat man einen bestimmten Stand. Das ist der Vorteil. Und der Nachteil kommt ich dann nachher, sie veraltet dann natürlich. Also das wäre der Nachteil. Aber jetzt gegeben, die sind in OpenStreetMap, muss man es zuerst finden. Man muss also zuerst wissen, wie findet man überhaupt Mobility-Standort. Das ist ein Problem für sich. Wir zeigen das gerade an nachher noch. Wie man die findet mit in OpenStreetMap-Werkzeug. Und dann gibt es eben das QGIS mit einem Plugin, wo man kann Amenity gleich Carsharing. Also das ist die Antwort jetzt für Mobility-Standort in der Schweiz. Oder es gibt eben eine andere Applikation, die Overpass heisst, wo man so einzelne so Point of Interest gezielt kann abfragen in einem bestimmten Ausschnitt und in diesem Fall jetzt zu sich abladen, als GeoJSON exportieren. Und die URL heisst so, an Overpass Turbo. Und von dort kann man dann das entsprechend abladen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob man die Zeit erwähnt. Nein. Auf jeden Fall die andere Variante, die eben echt dann Daten aktuell abladen, ist, man startet das Overpass Turbo und dann gibt es einen Wizard. Dann kann man da am Ende gleich Carsharing eingeben. Und dann klickt man auf Export, Query exportieren, dann kommt man eine URL über und die ist schon fast parat zum eingebunden werden in UMAP. Man muss zurzeit noch ein bisschen etwas Trickiges machen. Es tut die Eckkoordinaten, die man gerade vorher angeschaut hat, fix angeben und manchmal an mehreren Stellen. Also wenn man da zweimal etwas angegeben hat, Carsharing und auch noch Velosharing, dann nachher ist es so zwei Stellen. Und an jeder Stelle, wo man das, was ich klammere, ist die Bounding Box, das umhüllende Rechteck, muss man löschen und mit diesen Platzhalter da ersetzen. Und dann muss man schauen, ob die URL stimmt. Da muss nämlich vorher noch das API vorne her, Data gleich und dann eben die Query, alles auf einer Zeile. Und die eine neu zusammengesetzte Zeile kommt dann bei UMAP an die entsprechende Stelle. Also das ist jetzt ein bisschen noch trickig. Und ich tue es nur kurz zeigen. Du bist so gut gewesen, da im UMAP bedienen. Und gut, du kannst es jetzt zwar
nur andeuten bei dir, weil es nicht auf meinem Computer ist. Aber in deiner Karte, kannst du, wo du kannst editieren kannst, kannst du zeigen, wo man das findet, wo man den Knopf Remote Data findet. Also in dieser zweiten Ebene. Da, ich habe ja vorher eine neue Ebene gemacht. Genau. Die Ebene, da gibt es. Wo ist es? Erweiterte. Jetzt muss ich gerade. Nein, Interaktionsoptionen. Ausgelagerte Daten. Wir sind auf dem Englisch, ich bin auf dem Englischen. Ja, stimmt. Ich schaue es auch meistens Englisch an. Genau, ausgelagerte Daten. Also das ist Remote Data. Remote Data, ausgelagerte Daten. Englisch. Genau, da bei dieser URL würde man das genau eingeben. Und dann kommt unten durch, kommt, wenn da, er das... Dann das, vielleicht noch USM auswählen als... Das Format, das zurückkommt bei dieser URL. Also theoretisch könnte man da auf einen eigenen Share verweisen, wo eine GeoJSON-Datei ist. Und dann kann man die GeoJSON so viel mal aktualisieren, wie man will. Also, soweit ich das richtig verstehe, kann man auch eine statische JSON-Datei im Web referenzieren. Also zum Beispiel... Das ist dann der Knopf da, der Dynamic, dynamisch on oder off. Und dynamisch on heisst, er tut dann jedes Mal, wenn man die Karte verschiebt, eine neue Query machen mit der aktuellen Bounding Box. Dynamisch off heisst, es ist nur eine Date, die wird dann einmal am Anfang reingeladen, dann gibt es nicht so viele Abfragen. Man könnte auf eine Dropbox. Gibt es einen Fall, wo Dynamic on überhaupt Sinn macht? Eben. Ja. Jetzt Dynamic off in Kombination mit einer Dropbox-JSON-Datei, die man veröffentlicht hat, oder OneCloud, das wäre ja einfach eine Datei, die tut man einmal laden und dann ist sie drin. Dann wäre Dynamic off. Und das, was ich jetzt vorher erklärt habe mit dem Overpass-URL, ist dynamisch. Die tut wirklich in dem Moment auf einer Kopie von der OpenStreetMap-Daten alle Mobility-Standorte abrufen. Und jedes Mal, wenn ich wieder neu mit reinzoome. A Bounding Box in URL wird dynamisch ersetzt. Ja, ja, das sind da die, ja. Die da in diesen geschweiften Klammern. Die werden dann von UMAP ersetzt durch die aktuellen Koordinaten. Vier Werte Klammern. Overpass geht. Ja. Genau. Und zu Overpass gibt es auch Secure HTTPS. Ja. Ja. Jetzt habe ich gemerkt, ich bin natürlich jetzt in dem Sinn schon auf die komplizierte Variante. Man kann die Overpass-Query auch auf die ganze Welt und auf die ganze Schweiz loslassen. Und wenn es jetzt dann nur die Kernkraftwerke sind, und das sind zum Glück nicht so viele, dann ist es einigermaßen effizient. Also, ich meine jetzt für geografische Verhältnisse im Vergleich zu Anzahl Restaurants in der Schweiz oder irgendwie so. Und solange die Datenmenge nicht gross ist und die Query nicht so teuer, kann man immer die ganze Schweiz abfragen. Dann hätte es die Bounding Box gar nicht gebraucht. Weil es aber 1500 Mobility-Standorte gibt, habe ich jetzt gerade noch die Bounding Box eingebaut, sodass wirklich nur der Ausschnitt geholt wird. Ich habe also da noch ein Problem gelöst, das ich eigentlich erst habe, ab 1000 Objekte. Und wie verdichtet die Zahlen? Das ist ein weiterer Trick, eingebaut in UMAP. Es wird zwar alles geschickt, aber es aktiviert dann ein JavaScript-Library, das clustert. Aber das nützt nichts zur Datenverringerung, soweit ich befürchte. Es wird trotzdem 1500 geschickt und dann im Browser grafisch zusammengefasst. Genau, das ist da ganz zu. Das ist auch ein Knopf da. Der Ebenentyp gruppiert. Da, das ist da oben. Ja, und dann gibt es nebenbei noch Heatmap, die dann ein bisschen verschwimmt, wo man so nur die Tendenz sieht, wo hat es mehr Restaurant, wo hat es weniger Restaurant. So dunkelrot, hellrot Art von Karten. Ja. Was ist das gemacht? Bitte? Was ist das? Python Django? Nein, der gruppierte Teil. Nochmal? Der gruppiert. Gruppierung? Also das ist Leaflet Point Cluster. Das ist eine JavaScript-Library, die irgendwie Point Cluster heisst. Und das wird dann einfach aktiviert, jetzt der Verwalter von dem Schalter da. Okay, das ist eine coole Funktion. Ja. Danke vielmals. Jetzt schauen kannst du das Overpass Turbo. Mal starten. Ja, sicher. Und zwar, wir sind jetzt auf Schweiz bezogen. Es gibt auch Varianten, wo man die ganze Welt kann abfragen kann. Und die hat dann sinngemäß mehr Daten und braucht stärkere Rechner.
auch von Frankreich betrieben.fr wäre die weltweite Variante. Wir sind jetzt hier auf der Variante von der Schweiz. Der Michael hat ganz schnell den Visor gedruckt, den ich gesagt habe. Da. Dann ist das Fenster aufgegangen. Da. Er hat nicht gleich Carsharing eingegeben. Und wir zeigen nachher noch, wie man auf das kommt. Und da kann man ganz sagen, Build and Run Query auf den Ausschnitt Nordschweiz. Und da jetzt, ohne auf die Darstellung zu achten, sind jetzt all die Punkte klickbar mit den Daten, die dahinter stecken, sind drin. Und dann kann man wieder Export machen. Das habe ich auf der Folie kurz erwähnt. Und zwar will ich nicht Kartendaten exportieren, ich will nicht Daten alleine exportieren, sondern ich will den Serviceaufruf will ich wissen. Und den Serviceaufruf, da sieht man da irgendwo, man hat die gleiche Carsharing und da oben sieht man jetzt die ziemlich grosse Bounding-Box an mehreren Stellen, an drei Stellen. Und an all diesen drei Stellen, wenn man der Einfachheit halber, müssen wir jetzt die ersetzen mit dem Platzhalter, mit den geschweiften Klammern. Es sind jetzt da drei Stellen, weil es ungefragt Punkte, Linien und Flächen abfragt, was bei Mobility Standard praktisch keinen Sinn macht, weil es typischerweise nur als Punkte eingetragen sind. Bei OpenStreetMap weiss man aber nie, ob jetzt, also jetzt gerade zum Beispiel ein Zoo kann einmal als Punkt erfasst worden sein und das andere mal als Fläche, als Gebäude. Bei Mobility-Standort ist es, man sieht da unten, es sind 1184 Knoten und es hat doch irgendwie, haben die Leute dann 12 Mobility-Standorte als Flächen oder eben als Ways erfasst. Und darum ist es dreifach vorgekommen. Voilà, das ist mein Teil. Also ich bin jetzt hier ziemlich rasch sind wir durch das durchgegangen, ausgehend von Overpass Turbo, um Remote Data entsprechend mit einer URL können, auszufüllen. Und da ist die URL reinkopiert worden bei UMAP und Dynamic On. Eben, dass es dann jedes Mal beim Aufruf und beim Reinzoomen würde neu laden, was man nicht braucht, wenn es eine statische JSON-Datei ist. Das macht ja, eben wenn es statische JSON, wenn ich das einmal lade, auch ja. Wenn ich das erste Mal etwas länger lade, macht das eigentlich keinen Sinn. Genau. Genau. Aber eben, irgendwann läuft man halt in Datenmengen rein, die dann der Browser einfach zum Kriechen oder Absturz bringt. Genau. Dann braucht man dann das halt. Und dann kann man auch sagen, dass es dann Daten erst anzeigen, aber einem gewissen Zoom-Level. Bei der Mobility ist es gerade noch so knapp gegangen, dass man da bis auf schweizweit rauszoomt. Aber eben mit Clustering und so, aber ja. Typischerweise so ab so 1000, 2000 Punkte ja. Gehen die meisten Browser in die Knie. Das ist dann einfach zu viel. Von der Datenmenge her. Ja. Also, bitte. Fahren wir weiter. Gut. Das wären noch die fertige Mobility-Karte für die Leute, die es interessiert. Und sinngemäß kann man die, Entschuldigung, auch den abladen wieder. Also es hat einen Share-Knopf links, Share, und dann kann man dort sagen Download Data und dann kommt man alle 1300, die jetzt da drin sind, als JSON kommt man rüber. So, jetzt, wenn es euch interessiert, hätte ich noch etwas vorbereitet, wie kommen überhaupt die Daten in OpenStreetMap rein. Einige sehe ich, die sind schon OpenStreetMapper. Ist irgendjemand noch nicht so vertraut mit selber Daten erfassen? Gibt es doch. Also, machen wir das mal. Wie tun wir überhaupt die Daten erfassen? Zum einen haben wir die mobile Geräte, die sind jetzt in den letzten Jahren aufgekommen, sind erschwinglich, oder die meisten haben sowieso eins im Sack, in ein Mobiltelefon oder ein Tablet. Da kann man einfach vor Ort vornehmen. Es gibt eine Android-Applikation, die heißt Vespucci, das ist ein relativ guter Editor für OpenStreetMap. Kann man die aktuellen Daten abladen. Seine Änderungen direkt vor Ort eintragen. Das ist eigentlich fast das Gäbigste, weil man dann vor Ort ist und dann vielleicht, wenn einem Fragen kommen, kann man dann gerade mal schön schauen, wie ist jetzt das genau gewesen dort.
Es gibt aber auch andere Möglichkeiten zum Erfassen. Das sind so, ich würde mal sagen, so zweistufige Methoden. Da geht man zum einen mal raus, macht sich auf irgendeine Art Notizen, zum Beispiel schriftliche Notizen, habe ich da ein Beispiel mitgebracht. Also wirklich mit Stift und der Karte und dann zeichnet man ein bisschen rum. Und zu Hause tut man es dann eintragen. Auch beliebt, also natürlich immer ein oder mehrere GPS-Tracker dabei haben, damit man weiss, wo man durchgelaufen ist. Kameras sind sehr beliebt, um sich Notizen zu machen. Also ein paar Hausnummern abfotografieren oder das Logo von irgendeinem Restaurant, das man nachher eintragen kann, die Öffnungszeiten. Sehr schnell gemacht mit einer Kamera. Oder das da links ist so eine Helmkamera, wenn man mit dem Velo unterwegs ist. Kann man einfach am Helm mitlaufen lassen. Für im Auto. Das ist jetzt Mapillary oder OpenStreetCam. Kann man einfach vor die Windschutzscheibe anklemmen. Die machen dann im regelmäßigen Abstand Bilder machen. Und das ist dann recht praktisch, um zum Beispiel so Abfahrtsschilder zu mappen oder was wird denn da angezeigt. Oder da sehen wir es ganz, ganz klein. Geschwindigkeitsbegrenzungen kann man dann durch die Bilder durchklicken und die dann wieder rausnehmen, weil das dann zum Teil beim Fahren fast ein bisschen schnell geht. Die sind dann auch eben mit GPS-Koordinaten versehen. Das heisst, auf der Karte sehen wir dann, wo ist das Foto aufgenommen worden. Die Mapillary und OpenStreetCam sind frei für alle zugänglich. Man kann einfach die Homepage aufrufen und schauen, was da andere Leute schon erfasst haben und auch denen, also davon profitieren, also wenn man das mit dem erfasst und dann auch auflässt, ermöglicht man dann auch anderen quasi nachzuschauen, ist denn wirklich ist das dort, was der gemappt hat. Also das ist das Mapillary App. Muss man es aufladen oder kann man es auch privat behalten? Man kann es auch privat behalten. Das ist einfach auf der Speicherkarte abgespeichert. Das kann man normal mit File-Transfer überholen. Es hat GPS-Koordinaten drin. Ich habe es eben cool gefunden, ich habe mal selber an sich als Street View-Card zu fühlen und habe das meine Frau ist gefahren, ich habe das hier aufgestellt und dann dummerweise ist sie genau dann in eine Einbahnstrasse reingefahren. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, diesen Abschnitt den tue ich nicht aufladen, weil so die Einbahnstrasse vorbeigefahren. Genau, Schnellfahren vielleicht auch nicht aufladen, weil eben, es hat GPS-Koordinaten, das heisst, es hat Zeit dabei. Genau, also was ist denn der Workflow? Man geht an, man tut Daten sammeln, dann geht man heim und die heim tut man das eintragen. Dort gibt es dann ID, das ist der browserbasierte Editor. Der ist direkt von der, in openstreetmap.org. Wenn man dort auf Edit klickt, standardmäßig kommt dort ID. Auch sehr beliebt ist JOSM, das ist dann aber eher so für Power-Mapper. Das ist dann ein bisschen komplizierter, ist in Java geschrieben, erlaubt einem aber dann auch ein bisschen mehr Sachen zu machen. Also, er hat mehr Funktionalitäten drin, wo gewisse Sachen, die möchte ich dann nicht mit dem ID machen, die mache ich dann lieber mit dem JOSM, weil das einfach sonst sehr mühsam wird. Jetzt würde ich eigentlich gerne geschwind zeigen, wie man das macht mit Vespucci. Wir haben vorher ein bisschen fest geübt. Er hat das Passwort eh nicht da gelassen. Also, Vorgerät. Ja, natürlich. Ja, nu. Also ich hätte es eigentlich gerne mit Vespucci gezeigt. Das Problem ist halt, Vespucci läuft nur auf Android. Und wie bringt man denn Android auf den Bildschirm? Ich mache es jetzt halt einfach mit ID. Für Einsteiger würde ich durchaus Vespucci empfehlen, dass mit dem Erfassen und dann nachher die Heim tragen, hat halt einen Nachteil. Man ist dann sehr motiviert, man geht erfassen und dann hat man irgendwann einen riesen Stapel die Heim rumliegen und es ist immer noch nicht eingetragen. Das passiert einem dann weniger, wenn man so ein so mobiles Gerät braucht. Da fehlen noch ein paar Hausnummern, bin ich dann da erfassen, schön schriftlich. Jetzt klicke ich da einfach mal auf Edit und dann kommt dann eben der
ID-Editor, der ist in JavaScript geschrieben und erlaubt mir da dann direkt Sachen einzutragen. Also zum Beispiel eine Hausnummer. So, da einen Punkt machen. Da ist der Eingang von dieser Hausnummer. So, Adresse. Da, auf der linken Seite kann man wählen, was für ein Feature das man eigentlich will, erfassen will. Ich kann da suchen, ich möchte eine Adresse erfassen. Die Straße hier haben wir Johannisstraße. Da wird, ist eigentlich meistens das erste Richtige. Also, der wählt auch gerade aus, weil halt gerade in der Nähe ist an Straße. Hausnummer 41, Postcode 6330, KAM. Und dann. Ah, genau, was natürlich noch. Ich eigentlich gern würde. Entrance. Genau. Ja, das ist das Richtige. Entrance, weil das der Eingang zum Haus ist. Wenn man das auf dem Hausumriss erfasst, dann tut man das eigentlich als Eingang mappen. Ja, das wäre. Wir wollen wissen, welche Keys zu benutzen hier. Also der erste Ansatz ist einfach mal suchen. Eben, man macht zum Beispiel irgendeinen Punkt, wenn noch gar nichts drin ist. Und sucht sie dann einfach. Also ich mache jetzt mal so zum Test halber oder so. Und dann sage ich, ja, das ist jetzt so ein Restaurant, oder? So, da, Restaurant. Und dann kommt meistens das Richtige. Wenn dann natürlich dann so, ich meine, wenn jetzt die Adresse einfach als Adresse eingehst und nicht als Eingangsnode, das ist auch nicht so schlimm. Vielleicht kommt dann irgendeiner mal vorbei und sagt, hey, ich habe gesehen, du hast einen Haufen Adressen gemappt auf dem Hausumriss, tun sie doch als Eingang mappen, weil das halt so üblich ist. Also dort, die Edits werden dann auch immer wieder mal angeschaut von anderen vielleicht. Kommt ein bisschen auf die Region drauf an. Und sonst komme ich dann nachher noch auf die Folie zurück. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf der Mailingliste anzufragen, sich selber im Wiki. Es gibt ein Wiki für OpenStreetMap, dort zu suchen. Es gibt so Guides, die auch verlinkt sind für Anfänger. Aber eben, vieles lernt man einfach mit der Zeit. Auch zum Beispiel da hinten hat es ja schon Adressen erfasst. Ich kann schauen, wie ist das erfasst. Also, bei Example ist auch immer eine gute Möglichkeit. Erlaubt OpenStreetMap, dass ich bei dem Haus jetzt einen zweiten und dritten Eingang einzeige? Ja, natürlich. Machen wir doch gerade. Ich muss da schön meinen Punkt wieder löschen. Weil rein theoretisch, was weiß ich, 5a, 5b, 5c. Ja, es ist sogar noch besser. Das war ja jetzt das 41. Gewesen. Jetzt muss ich schon schauen, wie macht man da einen neuen Punkt. Ich bin nicht so gut mit ID. Ja, machen wir so einen. Oben links. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, stimmt, könnte auch sein. Mal so. Nein. Nein, der ist eben unabhängig von der. Ah, so kann man dann rein snappen. Ja, das geht auch. Genau, das ist jetzt nämlich das 43. Nicht Flachsacker, sondern Johannisstraße. So. Genau, und da haben wir dann das 45. Ihr seht etwa, wie das dann weitergeht. Also, das ist kein Problem, mehrere Eingänge auf den Hausumriss anzutun. Erfordert natürlich, dass man Eingang weiss. Also wenn man jetzt nur weiss, das Gebäude hat jetzt Nummer 41 bis 45, ja, dann wird es ein bisschen schwieriger, um das eintragen. Muss man mal, ja, vielleicht vor Ort schauen, wo dann die Eingänge sind und es richtig machen. Und sonst kann man auch Adressen einfach im Gebäude reinschieben. Aber eben, empfehlenswert wäre schon, das als Eingang gerade direkt zu mappen.
Was können wir noch machen? Genau, ein neues Wägli einzeichnen. Linie, da. Jetzt ein Wägli zu dem Haus an. Kann man auch wieder schauen, wie ist jetzt das erfasst. Aha, Footpath. Also, Footpath nehmen wir für den auch. Neues Wägli erfasst. Was können wir noch? Sonst noch ein Poi. Also, es hat jetzt da vielleicht ein bisschen wenig Restaurant und ähnliches rum. Dings, die Garage ist auch schon erfasst. Aber da hat es noch einen Hydrant, der noch nicht eingezeichnet ist. Open Fire Map. Genau, Open Fire Map, sehr richtig. Ja. Fire Hydrant. Der hat eine Referenznummer 81. Also da unten hat es auch schon einen. Hätten wir jetzt auch wieder schauen. Ah, genau, dann Type. Das ist auch Pillar Above Ground. Ja. So, was haben wir? Ja. Hätten wir eigentlich alles eingetragen, was ich da gedacht habe? Habt ihr gerade noch irgendwelche Fragen? Ja? Das ist jetzt 1 zu 1 übernommen. Wird das ja. Drin prüft? Nein, das wird 1 zu 1 übernommen. Also ich kann jetzt da, ich hoffe, ich habe jetzt kein Zeichen gemacht. Ich kann jetzt da auf Safe. Da, Upload. Und das wird jetzt direkt aufgeladen. Es geht dann eine Minute, bis es über die sogenannten Diffs, also Änderungssätze, beim Render-Server ankommt. Aber so in 1-2 Minuten sollte man dann die Änderungen auch auf der OpenStreetMap.org-Karte sehen. Also dort sind wir sehr schnell geworden. Innerhalb von wenigen Minuten sind die Änderungen dann auch effektiv sichtbar. Es gibt keine Kontrolle, kein Review. Das findet nachträglich statt. Also ich habe zum Beispiel mir jetzt so ein Rechteck rund um mein Wohngebiet gemacht, wo ich mir dann Benachrichtigungen schicken lasse, wenn irgendjemand dort editiert hat. Dann kann ich dann ab und zu die Edits anschauen und sehen, ah ja, der kann das schon, der kenne ich, der hat schon viel da gemappt. Und schaue dann geschwind, ob das gut aussieht. Aber das ist dann after the fact. Also das ist dann, gibt dann halt eine neue Version. Es gibt nicht, dass das ganz blockiert würde. Bis jetzt hat man da noch nicht so ein grosses Problem mit Vandalismus. Wie hast du die Modifikation gemacht? Wie? Das habe ich jetzt ganz neu mit OSM-CHA von Mapbox. Früher hatte ich das über Ito World, aber das ist immer sehr recht hinten reingekommen. Das OSM-CHA ist eigentlich recht schnell jetzt im Update, aber ist jetzt nicht von OpenStreetMap betrieben, sondern von einer Drittpartei, also eben Mapbox. Da habe ich noch ein paar Links für die, eben, wie tun wir so Sachen taggen. Recht eine gute Ressourcen, aber braucht dann ein Zeit zum Laden im Browser. How to map. Das ist eine riesige Liste von Sachen, wie man was kann mappen. Einfach im Wiki suchen. Tagfinder, help, openstreetmap.org oder dann sonst auf der Mailingliste oder anderen Kommunikationskanälen kann man auch immer fragen. Oder kommen dann Stammtisch in Zürich. Einmal im Monat gibt es in Zürich OpenStreetMap-Stammtisch. Ja. Auf der Homepage OpenStreetMap.ch, USMCH oder so angegeben? Nein, auf OSMCH ist er nicht angegeben. Dort ist die ist ein bisschen im... Okay. Ja. Im Wiki. Ich habe den Link im Etherpad oder ja. Im wiki.osm.ch. Jetzt haben wir es da gehabt. Da, hä? Da ist die Wiki-Seite. Zum Zürcher Stammtisch da wird jeweils angekündigt, wo und wenn das stattfindet. Gut, die Zeit ist um. Stefan, hast du noch irgendetwas? Ja, wenn du die Seite kannst zeigen, die Etherpad-Seite, die ich gerade gezeigt habe. Dann
Dann sieht man dort eben den Link jetzt gerade zu Stammtisch. Und dann habe ich da Show Me The Way versprochen mit einem JavaScript-fähigen Browser. Und also es tut einfach so mit ein paar Minuten Verzögerung und nur Strassen und Ränder, Waldränder und so werden dargestellt, nicht Punkte. Das ist eine kleine Anwendung, wo man jetzt quasi sagt, wo man sieht, dass der Chris Liber ein Gebäude in Baden-Württemberg eingetragen hat, vor zwei Minuten. Das sage ich so quasi, um das Gefühl bekommen, dass sind jetzt immer wieder die ständigen Leute dran, die da Sachen eintragen. Und dann habe ich noch mal auf der Etherpad-Seite noch ein paar andere Links. Also die wichtigste aus dem OSMCHA ist das vorher, das mit dem Auswahl beobachten. OSMCHA tönt wie ein Tee, wie ein feiner Tee aus dem Cha. Und ja, es bleibt nur noch jetzt darauf hinzuweisen, dass Ende Monat auch mitorganisiert vom opendata.ch wahrscheinlich die ersten Hackdays in den Alpen stattfindet. Der erste Hackathon, Open Tourism Hackdays Arosa. Man kann dort immer noch anmelden mit Bahn- und Übernachtungsvergünstigung Freitag, Samstag in Arosa, wo es um Open Data im Tourismus geht. Und da sind wir, also ein paar Mapper, auch vorhanden und führen am Samstag eine kleine Mapping-Party durchführen. Eine Mapping-Party, das ist am Ursprung von ganz OpenStreetMap, wo Studenten in einem Pub zusammengekommen sind, am Wochenende ausgewärmt sind, wie es der Michael gezeigt hat, wieder zurückgekommen sind, die editiert haben, so eben à la Hackday-artig. Und dann, was man so in einem Pub macht in England, dann den Abend abgeschlossen. Das findet da zusätzlich an diesen Hackdays am Samstag um 10:30 bis um 2 statt. Und dann normalerweise eben der Höck in Zürich ist normalerweise immer am 11. vom Monat, außer das fällt auf ein Wochenende. Dann suchen wir amigs Alternativtermine suchen und sagen, gehen wir wirklich am Wochenende oder trifft man sich am Wochentag. Und so wie ich jetzt weiss, ist es jetzt der 11., das weiss ich, ist ein Samstag. Und darum ist es jetzt gerade der nächste, ist am 10., am Freitag, wahrscheinlich am 6:30 bei der ETH Dachterrasse hinter der Cafeteria. Ein kleines Grüppli, warte mal geschwind, ein letzter Link, ein kleines Grüppli, der unentwegt dann so 6 bis 8 Leute. Und klick mal auf da Twitter Media, da der Link da mit Twitter Bildli. Dann sieht man da im Halbdunkeln, da hinten der Michael am Stammtisch, wo es noch warm war. Und weiter unten. Ah, das ist jetzt ein Zufall, auch der Michael und ich in Japan. Ja, voilà. Ja, OpenStreetMap-Konferenz. Ja, genau. Gut, und jetzt vielleicht kann ich gerade noch das zeigen, da, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dass es tatsächlich. Ob es schon gerendert hat, genau. So, nein. Also, du noch mal da stehen bleiben und rechts da Kartendaten einblenden. So, jetzt ist da die Hausnummer, die wir eingetragen haben, der neue Weg und der Hydrant, den sehe ich nicht, weil der nicht dargestellt wird in dieser Darstellung. Aber den Hydrant will ich sehen. Und zwar, wenn du. Das ist ja nur eine Darstellung. Eine Datenbank, viele Darstellungen. Man kann ja die Darstellung ändern. Und wenn man es wirklich wissen will, ist er wirklich da, dann nachher sieht man jetzt da. Das, bitte das nicht machen, wenn man zu weit rausgezoomt ist, weil es lässt sehr viel. Es lässt sehr viel Daten, Rohdaten in den Browser. Und wenn du jetzt abschaltest, also dort wieder Map-Data wieder abschaltest und wieder deselektierst,
Also einfach in der Karte ist es nicht dargestellt, aber in der Datenbank ist es. Und vielleicht ist es dann eben in einer anderen Karte, wie, die, wie zum Beispiel wie Open Firemap. Firemap.org. Ja. Genau, Feuerwehr, ja. So geil. Ja. Gut, das wär's. Danke vielmals. Ja, also, danke.